Hallo und willkommen zurück bei Vorteilskräfte Wolf Let's Play together mit der Tibra. Grüß euch! Und mit dem Anduin, grüß euch! Jo, es geht da weiter, wo die letzte Folge aufgehört hat, die Tibra macht. Ich mach gerade noch ein bisschen rundherum Bauarbeiten, Steg, Wand, ja. Und werde jetzt gleich runterlaufen zu unserem Haustier, den Hivemind und das Liquid holen. Ich überlege nur gerade, wo. Ah ja, wie ich da hinkomme. Also ich muss einmal ganz runter, gell, mit dem Aufzug. Soweit ich weiß. Ersten. Mit dem ersten Aufzug. Ersten ganz runter und dann zu den Power Storages und dort ist ein langer Gang noch vor. Am Ende des Ganges. Okay. Zu den Power Storages. Ja, da sind sie. Und hier den langen Gang. Ja, wir haben uns mittlerweile auch ausgerechnet, wie viele Etagen wir brauchen, um mal die ersten Metalle in unserem Ordnungssinn unterzubringen. Das heißt 10 Etagen und ich glaube 6 haben wir mittlerweile. Haha. Genau, ja. Also 10 brauchen wir jetzt mal für den ersten Step. Insgesamt sind es 20, glaube ich. Wir brauchen. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun und ich denke, davon wird einiges offline passieren. So, dann wären wir da, glaube ich. Es ist, wann warst denn du da abholen, weil es ist gar nicht so viel drin. Aber wahrscheinlich wäre keine Kohle. Wir haben Farmen. Okay. Habe ich aber gesagt. Kein Problem. Wurscht, ich hab's jetzt nochmal ausgeräumt. Eigentlich brauche ich das doch gar nicht, oder? Naja. Nachdem es ja nur Provisorium ist. Geht das? Das funktioniert so nicht. Der ist irgendwie energielos. Warum bist du energielos? Okay, der da drüben ist. Okay, der hat Energie. Also, ich glaube, da brauchen wir echt angereicherte Kohle da oben zur Versorgung, weil die Teile saugen ganz schön. Ja. Wir haben aber auch keinen Stress, was das Liquid betrifft. Also wenn es ab und zu was macht, passt das. Okay. So, wie schaut es bei dir mit der Energy aus? Aufschwert, ja, da genauso. Passt, da drüben. Ach, was ist da? Das ist ein Grafikfehler. Ja. Jetzt ist er weg. Jawohl. So, dann setzen wir da jetzt einfach auch nochmal einen Pyrothermik-Generator. Was tust du jetzt? Okay. Der läuft immer noch. Das schaut cool von hier unten aus, wenn er von unten durch den Glasboden raufschaut. So, dann werden wir hier den Refiner immer reinstellen. Jawohl, genau. Und der braucht jede Menge Energie. Okay. Das Read wird gleich steigen. Okay, Street 0, passt. So, und dann machen wir hier noch eine Produktion von Kohle. So, okay, da vorne. Ah, wie komme ich da runter? Jetzt ist die Kohle weg, schmoren mit Ohren.
Lässig, die war riesig. Okay, du bist auch überflüssig. Jetzt bräuchte man, glaube ich, einen Reducer da für diese Konstruktion. So, ich hol dir da runter. Den habe ich aber, glaube ich, jetzt nicht gebraucht. Geh mal die Treppe runter. Wenn wir sie ein oder zwei produzieren. Reducers. Machen wir mal einen. Elfische Weisheiten. Genau. So, ich habe meine ganze angereicherte Kohle an den Mann, an den Storage-Shopper gebracht. Am Dach oben, oder? Unter anderem. Rüben bei dem bei der Energieproduktion für den Hivemind. Kohle nämlich weg ist. Ja, hast du dort jetzt keine Kohle vorkommen? Dort ist ganz, ne? Alles abgebaut. Ja. Okay, aber, dann suche ich noch eins. Aber warte mal, aber ich kann ja eins suchen. Ja, ich glaube zwei Blöcke. Da aus der Wand. Ich glaube, eben links, das liegt drinnen, wenn wir das so anschauen. So, dann befüllen wir das Ganze da mal. Oder warten wir noch, bis die Power Storages zumindest einmal voll sind. So. Ah, schmeißen wir es rein. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Das sind wir so. So. Und so, das ist ja lustig, man kann das alles irgendwie zusammenwürfeln. Genau.
Ja, und damit läuft unsere Liquid-Resin-Liquid-Produktion. Mhm. Bisher Power kann ich da geben. So, Ich habe die gleich einmal an die Kohle gehängt, die da im Erdgeschoss reinsteht in die Wand. Ja, passt. Das perfekt. Seitlich, dass da schon mal was abbaut. Die ist eh die größte, glaube ich. Achso, seitlich beim Ausgang. Seitlich, ja. Ja. Mhm. Da Richtung Norden, Süden, Osten. Osten, ja. Wo du den größeren Hügel weggenommen hast. Gut. Hätten wir das mal. Ja. Dann werden wir jetzt noch einmal die Erze wieder einfüllen, damit ja unsere Bahnproduktion läuft. Wir werden jetzt dann gleich jede Menge Bahn benötigen. So, ja, da habe ich noch einen Hopper. Es ist super genial, egal wie man die hinstellt. Sie funktionieren. So nicht. Ah. Das heißt, wir können dann gleich wieder Zinn raufholen. Ich habe Kohle gefunden und angeschlossen. Gut. Ach, das habe ich verkehrt angebaut. So ein Schmarrn Herbst. Schon wieder. So, was brauchen wir jetzt wieder oben? Wir brauchen die MK2 Turrets. Kann ich was helfen? Dann die Reducer. Mache ich irgendeinen anderen Blödsinn? Nein, du kannst gern mitmachen. Dann stellst du die Turrets auf. Ich schmeiß noch einmal rein wieder. Okay. Du hast genügend angereicherte Kohle, dass wir gleich... Die Sreed Reducer kannst du da mitnehmen. Okay. Und wir beginnen im Süden. So, ich habe auch ein bisschen Kohle eingepackt. Es wird jetzt zwar noch immer nicht ausgehen, weil ich einfach viel zu wenig Storage Hoppers habe, aber ja, ich habe außer der Aufnahme einiges aufgestellt. Sind da schon mal flächig abgesichert oder zum Großteil abgesichert, ne? Das da ist alles voll. So, die... Schauen wir mal, wie es den Storage Hoppern da geht. Sonst füllen wir da mal angereicherte Kohle nach. Ich habe oben angereicherte Kohle nachgefüllt. Na bitte, da gehört schon was rein. Schon wieder? Nein, ich glaube, dass das Red Reducer ganz schön schluckt. Okay. Ja, es wird Zeit, dass wir da die angereicherte Kohle rausverbinden. Mhm. Was ich klumpert da drin, cool. So, na dann rauf, über die Treppe rauf. Die Treppe muss da auch irgendwann professioneller. Ja, da sollten wir heraus und dann einmal eine machen. Dort, wo das Treppenhaus halt ist. Im Süden hast du gesagt, fangen wir an. Mhm. Wir überlegen ja gerade, wie ich mit der angereicherten Kohle da rüberkomme. Und da komme ich rauf, wenn ich es von da aus verteile. Oder von der Mitte. Ich werde, glaube ich, wieder von der Mitte vier so Wege wegziehen. Okay, ich stelle jetzt einfach mal die MK
Ja, die kannst du aufstellen. Dort, wo sie noch fehlen, dann auf der Nordseite. Dann kannst du beginnen, Westen und Osten holen. Aber du solltest ausreichend haben. So, dann reißen wir da auf. Stellen da diese da rein. Und verbinden daraus. Das wird ein Feuerwerk. Kann uns nicht was angreifen? Ich möchte die Dinger in Aktion sehen. Ja, es wird zu einem späteren Zeitpunkt wird's dann eine zweite Reihe geben. Hinter den Turrets praktisch. Wo man dann die Missiles. Ich glaube nämlich, dass die höhere Reichweite haben. Okay. Das macht gar nichts, wenn die weiter drinnen sitzen. Energie verbrauchen. Yes. Mhm. So, dann ist da die erste Anbindung. Gleich die Anbindung Richtung Norden. Dass wir mal von unten automatisch nachgefüllt werden. Und da stinken es schon, die Kohlekocher. Pyrothermik-Generatoren. Kohlekocher. So, dann ziehen wir es da raus. Süden ist fertig, ab in den Norden. Es sind schon Wege. Puh. Ja, es ist, die Base ist viermal so groß. Groß. Genau, da darf nichts kommen. Aber es ist wie bei Factorio, also wenn du es nicht von Beginn an groß auslegst, hast du irgendwann einmal den Engpass. Massiven Platzmangel, ja. Ah, da fehlen noch die Kohlekocher dazwischen, im Norden. Und da so. Schon noch. Ja. Kohlekocher kannst du dir unten bauen, weil da habe ich selbst auch nicht mehr allzu viele. Okay, ich stelle mal die Gerätschaft auf. Ich stelle mal die Storage Hopper. Dann gleich mit der angereicherten Kohle befüllen. Bisher eine habe ich auch dabei. Ein paar mehr Reducer werden wir auch brauchen. Also ich habe eh eine welche eingesteckt. So, dann befüllen wir mal den ganzen Weg da. So, Blödsinn. So. Oh, die lassen alle noch das Köpfchen hängen. Gleich nicht mehr. Ja. Achso, da fehlen der Pyrothermik-Generatoren natürlich. Ja, nicht nur Pyrothermik-Generatoren. Hast du überall die grünen Zellen? Ah, ich habe noch grüne zwei. Grüne habe ich jede Menge. Ja, ich habe zwei eingesteckt. Stell jetzt gleich mal auf. Sind schon. Zack, 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 zack. Ja, da ist dann überall das Material ausgegangen. Mhm. Naja, wenn noch welche eingesteckt gehabt, ich habe gleich welche hingesetzt. Da, wo es gefehlt hat. Ah ja. So, aber dann ist es auch schon voll da. Ja. Huch, das ist aber viel.
Ja, gehst du um die Pyrothermik oder soll ich? Nein, ich stelle noch fertig auf. Geh mal. Okay, dann hole ich mal zumindest so viele wie wir bauen können. Die will ich vergessen, siehst du, soll ich wieder übersehen. Dann wir die ja brauchen. Mhm. So, dann werden wir da gleich wieder mal Erze reinkübeln, weil es ist ein Wahnsinn, was man verbraucht. Also eigentlich ist Fortress-Kräfte ein Game, was sich für Let's Play nicht eignet. Ja. Weil da sind Games, wo man halt den Großteil aufnehmen kann, viel besser. Bei Fortress-Kräfte kannst du für YouTube 10% verwenden von dem, was du an Zeit verbringst in dem Game. Farmen, Farmen, Farmen. Der Rest besteht genau an Farmen. Also in der momentanen Phase. Ne? Das wird sich auch noch ändern. Aber in dieser Aufbauphase ist es wirklich relativ zäh eine Zeit lang. So, na, die brauchen auch wieder Zinn in Unmengen. Das heißt, ich habe jetzt genau 10 Stück. Okay. Besser als nichts. So, wie weit sind wir da jetzt schon? Da sind wir relativ weit. Und den würde ich fast sagen. Ich stelle dann auf der anderen Seite auch einige hin. 2, 4 und die restlichen 6 stellen wir drüben auf.